in die Tora gekleidet ist, sich dort drinnen befindet. Nochmals, Zitat Nummer 10 von Rabash, Artikel Nummer 12. Menschen dieser Art, die nur arbeiten wollen, um zu geben, und der ganze Grund, der sie dazu zwingt, sich an Torah und Mitzvot zu beteiligen, ist die Bedeutung und Größe des Schöpfers, wie es im Zohar geschrieben steht, das Wesen der Furcht besteht darin, zu arbeiten, weil er groß und herrschend ist. Wenn diese Menschen glauben, dass der Schöpfer in die Torah eingekleidet ist, und glauben, was der Schöpfer zu Israel gesagt hat: Ich habe dir meine Tora verkauft. Es ist, als wäre ich mit ihr zusammen verkauft worden. Und wenn sie die Tora kennenlernen, wollen sie das Licht der Tora entlocken, das ihn zur Quelle zurückführt. Das ist die Bedeutung dessen, was unsere Weisen sagten: Wer zur Reinigung kommt durch die Tora, dem wird geholfen, da der Schöpfer in die Tora eingekleidet ist. Rav, Tora ist eine Methode, den Schöpfer der Menschen auf dieser Welt zu offenbaren. Wenn der Mensch lernt, einfach um zu wissen, was dort geschrieben steht in diesen Büchern, dann hat er Wissen angehäuft, wie auf der Universität. Er kann Prüfungen durchmachen. Er kann auch alle möglichen Wettbewerbe durchmachen, so wie der. Über Torah gibt es viele Quiz-Veranstaltungen. Aber wenn man lernt, nicht um zu wissen, was dort geschrieben steht, sondern um den Schöpfer kennenzulernen, ihn zu entdecken, dann lernt er Tora und nicht Wissen und nicht Klugheit. Aber die Tora ist das Licht, das zur Quelle zurückführt. Also da lernt er schon auf andere Art und Weise, wie bekommt er das Licht, das zur Quelle zurückführt. Und für ihn ist Tora nicht ein Buch von Gesetzen, ein Gesetzbuch, sondern Ratschläge, was zu tun ist, auf das das Licht, das zur Quelle zurückführt, auf ihn Einfluss nimmt und ihn soweit ändert und korrigiert und ihn erfüllt. Das ist, wie man Torah studieren soll. Der erste Zugang ist zu tun, was geschrieben steht und was der Schöpfer geschaffen hat, gesagt hat zu tun. Und der zweite Schritt ist, das Licht zu erhalten, das den Menschen zur Quelle zurückführt und ihn anfüllt. Das sind die zwei Einstellungen zur Tora. Bitte. Rav, wenn wir im Zehner sitzen und die Größe der Freunde, die Größe von Rav, Größe des Weges diskutieren und die Wichtigkeit erhöhen, heißt das Studium der Tora? Wofür macht man das? Fürs Ziel, sagt Gilad. Was heißt für das Ziel, sagt Rav. Wir machen das, um zur Gabe zu kommen und ihm Genuss zu bereiten. So, das ist es. Du lernst also, um dich dem Schöpfer anzunähern, ihm Genuss zu bereiten. Und wenn du ihm ähnlich sein wirst, dann bekommt er Genuss, das ist der Genuss, den du ihm bereiten kannst. Nicht einfach irgendwelche Aufträge, die in der Tora stehen, auszuführen, sondern du willst diese Aufträge ausführen, aber auf spirituelle Art und Weise, damit du dich Schritt für Schritt dem Schöpfer annäherst und von ihm bekommst das Licht, das zur Quelle zurückführt. Und dann jede Tätigkeit, die du im Erhalten des Lichtes, das zur Quelle zurückführt, erhält, das heißt Mitzvah, ein Gebot. Und wenn du die korrigierten Kelim bekommst, das sind Teile der Tora, und dann beginnst du damit, mehr und mehr mit dem Schöpfer verschmolzen zu sein.
Das heißt, der Schöpfer ist in der Tora eingekleidet. Aber wir sitzen im Zehner, wir lesen jetzt keine Zitate oder sonst irgendwas, keine Quelltexte. Wir diskutieren über die Freunde, wir diskutieren über den Rav und über den Weg. Ja, das ist in Ordnung, sagt Rav. Das ist ein Mittel, den Schöpfer zu erkennen. Das ist ja auch, was Rabash schreibt in seinen sozialen Schriften. Das heißt also auch Studium der Tora. Das ist auch ein Studium der Tora, selbstverständlich, sagt Rav. Piti 32. Piti 32, bitte. Petach Tikva, Assyria Nummer 32, Zehner Nummer 32. Wer zur Reinigung kommt, dem hilft man. Das heißt, wenn der Mensch sich mit dem Zehner verbindet, um zur Angleichung davor mit dem Schöpfer zu bekommen, und da wirkt das Licht auf ihn. Okay, also im Adam... Wenn einer mit einer anderen Absicht zum Zehner kommt, er flüchtet sich zum Zehner, als ob er sich verstecken möchte, dann verbindet er sich doch nicht mit dem Zehner, dann kommt er, weil dort Leute sitzen, wie ein Säugling zu Erwachsenen, und weil es ihm dort gut geht. Also, warum? Weil es nach seiner Absicht nicht richtig ist, sagt Rav. Aber im Moment soll er sich dort befinden. Irgendwie wird er schon arbeiten. Das heißt, wenn er fühlt, dass es keinen anderen Platz gibt, wo er hingehen kann, dann ist das in Ordnung. Ja, es gibt auch solche, die kommen und dann ändern sie sich. Okay. Gut. Wir haben Beersheba. Shalom Rav, Shalom Weltkli. Sie haben eine Antwort einigen Freunden gegeben, die gefragt haben, was geben wir dem Schöpfer, wenn alles von ihm kommt? Und sie haben gesagt, wir müssen ihm Platz schaffen. Mit ihrer Erlaubnis, ich möchte diesen Punkt ein bisschen mehr klären. Ob wir dem Schöpfer Platz schaffen sollen, heißt das, sich mit dem Zehner zu verbinden und die göttliche Glorie, die Schchina, aus dem Staub aufzuheben und uns mit Malchut Ein Sof verbinden. Ist das Ihre Absicht? Jawohl. Im Malchut Ein Sof öffnen. Danke, Raf. Lateinamerika 5. Buenas tardes, Raf. Buenos días, buenas tardes, Mundial. Guten Tag, Raf. Guten Tag, Liolami. Was ist die Bedeutung? Ich habe euch meine Tora verkauft, dass der Schöpfer uns die Tora gegeben hat und damit uns alles in unsere Hände gelegt hat, was wir jetzt nach unserem Verlangen, wie wir uns zwischen uns und dem Zehner organisieren, dann können wir ihn einladen, ihn verpflichten, uns zu korrigieren und uns zu erfüllen. Fokusgruppe, bitte. Ich wollte den Unterschied hinterfragen zwischen Weisheit und Torah lernen. Das heißt, dass man lernt wie Pticha. Oft lernen wir Pticha. Da gibt es so einen Reiz, irgendwas zu verstehen, wie die Mechanik funktioniert. Und manchmal gehst du verloren in diesem Unterricht. Und da lernst du nicht Torah, sondern Weisheit. Ja, das ist das Problem, sagt Rav, dass es solche gibt, die Weisheit der Kabbalah, Pticha und Talmud Esra Sfirot, wie den babylonischen Talmud lernen. Die Tora wurde gegeben, um sie als Tora zu studieren, um dort Kräfte zu bekommen zur spirituellen Korrektur des Menschen. Das heißt, in diesem Studium lernt man, sollte man gerade Torah und nicht Weisheit lernen. Ja, das hat von der Absicht des Menschen her die Bedeutung. Das hängt davon ab. Na klar. Aber nochmal, sagen wir lernen Pticha und sie machen Skizzen und es gibt so viele Details im Text. Das hat nichts mit den Details zu tun, das hat mit dem Menschen zu tun. Ob er innen drinnen seine Gefühle übersetzt,
wonach er sich sehnt durch den Text. Und wenn wir zeichnen das Licht und sie guckt und dass das Licht die Kelim erfüllt, der Mensch muss sich vorstellen, was das heißt in der innerlichen Form, wie sich das in ihm ausbreitet, wie sich das in ihm verwirklicht. Er muss das in sich selber drinnen fühlen. Wie kommt es zu dem Übergang zwischen dem Studium von Weisheit und dem Studium von Torah? Das hängt von der Anstrengung des Menschen ab, sagt Rav. Wie weit er sich bemüht, zu studieren, um sich mit dem Schöpfer zu verbinden, dass der Schöpfer ihn erfüllt, er will ihn fühlen. Turki Free. Türkei Nummer 3. Merhaba. Bizim işimiz onun için sürekli yer açmak dediniz. Kişi bunun için kendinden taviz mi vermeli yoksa bunu nasıl yapacak? You said that our job is. Sie haben gesagt, dass unsere Aufgabe es ist, dem Schöpfer Platz zu bereiten. Wie macht man das bitte? Repeat, please. You said that our job. Sie haben gesagt, dass unsere Arbeit es ist, dem Schöpfer Platz zu schaffen. Wie macht man das? Muss er sich selber annullieren oder wie macht er das? Alle die Änderungen, die spirituellen Änderungen in uns passieren durch das höhere Licht, durch das Licht, das zur Quelle zurückführt. Dann man muss die Einschränkung machen, nicht für sich selber zu empfangen und dann die Kraft bekommen, um alles für den Mitmensch, für die Mitmenschen zu tun und durch die Mitmenschen für den Schöpfer. Und dann den Schöpfer so weit anzuziehen, dass er sich in mir zeigt, einen Sivukaka zu machen. Und das kann man in der Pticha und im Talmud, der Zinsführer, im Talmud Essas Firat lernen. Das passiert alles durch das höhere Licht. Petach Tikva Nummer 18. Was heißt es, den Schöpfer zu fühlen? Den Schöpfer zu fühlen heißt, das ist ein Gefühl, dass die ganze Wirklichkeit sich in dir, vor dir befindet, in offener Art und Weise. Dankeschön. Hebräer 10, bitte. Was ist der Unterschied zwischen der Torah und dem Licht in der Torah? Torah ist die ganze Methode. Das ist eigentlich die Weisheit der Kabbalah. Das ist die Torah. Und das Licht in der Torah ist die innere Kraft, die uns korrigiert, uns dem Schöpfer angleicht, anpasst. Und was noch wolltest du? Was ich eigentlich fragen wollte, ist, was ist das Wirksamste, das Licht anzuziehen? Ist das von mir, von den Freunden, vom Zehner, von der Yeshivat Chavrim abhängig? Das ist ganz egal. Hauptsache ist, dass der Mensch will, dass das höhere Licht ihn verbindet mit der Gruppe und das Licht dort gefunden wird, in der Verbindung. So. Weiter, Gilad, wir gehen zum Punkt 11 von Bala Solam Shamati, die Artikel 218, die Torah und der Schöpfer sind eins. Die Torah wird in ihr das Licht genannt. Das bedeutet, dass wir während des Studiums, wenn wir das Licht spüren und mit diesem Licht dem Schöpfer geben wollen, wie es geschrieben steht, wer das Gebot kennt, dem wird der Meister dienen. Daher spürt er, dass er existiert, dass er dem Schöpfer geben will. Und das ist die Empfindung seiner selbst. Wenn man jedoch die Einsicht erhält, dass die Torah und der Schöpfer eins sind, stellt man fest, dass alles eins ist.
Zu diesem Zeitpunkt spürt man den Schöpfer in der Tora. Man sollte sich immer nach dem Licht in ihr sehnen und nach dem Licht, das wir mit dem, was wir lernen, erreichen können, obwohl es einfacher ist, das Licht in den Worten der Kabbalah zu finden. Wir lesen nochmal das Zitat Nummer 11 aus Shamati 218. Die Tora wird das Licht genannt. Das bedeutet, dass wir während des Studiums, wenn wir das Licht spüren und mit diesem Licht dem Schöpfer geben wollen, wie es geschrieben steht, wer das Gebot kennt, dem wird der Meister dienen. Daher spürt er, dass er existiert, dass er dem Schöpfer geben will. Und das ist die Empfindung seiner selbst. Wenn man jedoch die Einsicht erhält, dass die Tora und der Schöpfer ein und dasselbe sind, stellt man fest, dass alles eins ist. Zu diesem Zeitpunkt spürt man den Schöpfer in der Tora. Man sollte sich immer nach dem Licht in ihr sehnen und nach dem Licht, das wir mit dem, was wir lernen, erreichen können, obwohl es einfacher ist, das Licht in den Worten der Kabbalah zu finden. Das heißt, es gibt hier alle möglichen Tätigkeiten und alle möglichen Methoden, sagen wir mal, wie man den Schöpfer entdecken kann und das Licht, das zur Quelle zurückführt und die Verbindung mit ihm. Aber die Tora und die Weisheit der Kabbalah ist eine genaue Methode, weil sie von oben gegeben wurde. Und die erklärt uns alle diese Dinge. Und so kommt man zur Verschmelzung, zur Entdeckung des Schöpfers. Zur Offenbarung, wie ich erzählt habe, einmal habe ich mich meinem Lehrer Rabash ein Buch gebracht, das geschrieben wurde von jemandem, der in einem russischen Lager gefangen gehalten wurde und hat dort Sachen geschrieben. Hat dort Sachen geschrieben, die ich nicht verstanden habe. Und Rabash hat gesagt, dieser Mann hat göttliche Erlangung, Erleuchtung. Und der Mann kannte nicht die Ivrit, er wusste nichts von der Tora, er hat an nichts geglaubt, hat nicht an den Schöpfer geglaubt, weil er nicht religiös war. Wieso war er, bitte, hat er die höhere Kraft entdeckt? Aber Rav sagt, dadurch, dass er sehr viel gelitten hat und aus seinem Leiden heraus, hat er Gott entdeckt. Und deshalb hat das nichts mit dem Studium zu tun, sondern mit der Bemühung. Er hat eine Antwort gesucht auf seine Fragen, warum lebe ich, wozu lebe ich, warum bin ich da, warum leide ich und so weiter. Und aus dieser Bemühung heraus, diese Entdeckung machen wollte, also den Schöpfer entdeckt. Aber das sind bestimmte Seelen, einzelne Seelen. Und das passiert manchmal. So er mir erzählt, Rabash. Und so ist es. Es gibt also solche. Nur wir sind am Wege. Und seit dem Adam Rishon bis zu unseren heutigen Tagen gibt es diesen Weg von dem Moment an, wo nicht unbedingt Pflanze und Tier sich entwickelt haben auf dem Planeten, sondern dass aus dem Tier sich der Mensch entwickelt hat. Und dieser Mensch vor 6000 Jahren, Adam, da wurde das Ego entdeckt. Zuerst hat es das gar nicht gegeben, wie bei den Tieren. Und vor 6000 Jahren ungefähr,
5880 Jahre, um es genau zu sagen, begann in diesem Geschöpf, in diesem Tier das Ego. Und seitdem heißt er, seit damals heißt er Adam. Und das Ego ist von Generation zu Generation gewachsen, mehr und mehr und mehr, bis zu unseren heutigen Zeiten mit allen möglichen Verwirrungen, Verirrungen und mit allen möglichen Bewegungen. Und es gibt Möglichkeiten, den Schöpfer zu entdecken, Leid, die Gruppe durch das Studium, durch Freude, durch Traurigkeit, alle möglichen Tätigkeiten können den Schöpfer entdecken lassen. Und jeder hat eine andere Wurzel der Seele vom Adam Rishon erhalten. Und die Weisheit der Kabbalah ist ein starkes Kli, ein starkes Instrument. Und das wurde uns sicher von oben gegeben. Durch Menschen, wir wissen gar, wer diese Menschen sind, und sie schreiben darüber. Und wir sehen, dass wenn wir tun, was sie sagen, dann ändern wir uns. Aber es gibt auch andere Methoden. Es gibt auch die Methode der Sufis. Alle möglichen Methoden, die haben auch irgendeine Verbindung mit der Göttlichkeit. Und deshalb, nur was man sagen kann, ist, sagt Raff, dass alle Religionsgemeinschaften und alle Glaubensbekenntnisse und alle sind alle gegen die Erkenntnis des Schöpfers, wie bei den Sufi in der Weisheit der Kabbalah. Okay, weiter bitte. No, lesen wir weiter. Punkt Nummer 12. 12. Abschnitt, Baal Sulam, Vorwort zum Test, Punkt 22. Es ist einfacher, das Licht, das in der Tora liegt, durch Aktivitäten und Bemühungen in der Kabbalah anzuziehen, als durch Bemühungen in der offenen Tora. Und der Grund dafür ist sehr einfach. Die Weisheit der offenen Tora ist in äußeren materiellen Gewändern gekleidet, wie zum Beispiel Gesetze über Diebstahl, Raub, Schaden und so weiter. Und daher ist es für jeden Menschen während des Unterrichts sehr schwierig, den Geist und das Herz auf den Schöpfer zu richten, um das in der Tora eingeschlossene Licht anzuziehen. Und umso mehr, wenn das Studium des Talmud für einen Menschen schwer ist, wie kann er sich dann auch während seines Studiums an den Schöpfer erinnern, da es sich um materielle Dinge handelt? Können sie nicht gleichzeitig mit seiner an den Schöpfer gerichteten Absicht kombiniert werden? Und deshalb rät Chaim Vital, die Wissenschaft der Kabbalah zu studieren, weil ihre Weisheit alle in die Namen des Schöpfers gekleidet ist. Und dann kann ein Mensch ohne Schwierigkeiten seinen Verstand und sein Herz während des Studiums auf den Schöpfer ausrichten, selbst wenn er maximal nicht wahrnehmend ist zu diesem Studium. Denn das Studium dieser Wissenschaft und das Studium des Schöpfers haben das ein und denselben Wesen. Nochmal, 12. Abschnitt, Tests, Punkt 22. Es ist einfach, das Licht in der Tora liegt, das in der Tora liegt, durch Aktivitäten und Bemühungen in der Kabbalah anzuziehen, als durch Bemühungen in der offenen Tora. Und der Grund dafür ist sehr einfach. Die Weisheit der offenen Tora ist in äußere materielle Gewänder gekleidet, wie zum Beispiel Diebstahl, Raub, Schaden und so weiter. Nicht achten darauf, dass wir über die Spiritualität sprechen, über die mit den Worten der Zweige. Und daher ist es für jeden Menschen während des Unterrichts sehr schwierig, sein Geist und den Herz auf den Schöpfer auszurichten, um die Tora anzuziehen, welche in der Tora eingeschlossen ist. Und umso mehr,
Wenn das Studium des Talmud für einen Menschen schwer ist, wie kann er sich dann auch während seines Studiums an den Schöpfer erinnern? Da es sich um materielle Dinge handelt, können sich gleichzeitig sich mit seiner an den Schöpfer gerichteten Absicht verbunden werden. Und deshalb rät Chaim Vital, sich mit der Wissenschaft der Kabbalah zu beschäftigen, weil ihre Weisheit all in die Namen des Schöpfers gekleidet ist. Und dann kann ein Mensch ohne Schwierigkeiten seinen Verstand und sein Herz während des Schöpfers auf den Schöpfer ausrichten. Selbst wenn er maximal nicht wahrnehmend ist für dieses Studium. Denn das Studium dieser Wissenschaft und das Studium des Schöpfers im Wesen das ein und dasselbe sind. Florida. Wir wissen durch das Leiden kommt ein großes Erlangen. Und ich habe eine Frage diesbezüglich. Was die Wahrnehmung, die Sie in uns schaffen wollen, was ist das für eine Wahrnehmung, wenn Sie uns belehren? Was für eine Wahrnehmung wollen Sie in uns erschaffen? Sie versuchen, das in uns irgendwie hervorzurufen. Ich will, dass ihr zuerst fühlt, dass euch nur eins fehlt, die Offenbarung des Schöpfers. Nichts anderes als das. Aber die Enthüllung des Schöpfers kann sein nur in der Verbindung zwischen den Freunden. Wenn es gibt dieses Netz der Verbindung, dann kann der Schöpfer für uns offenbart werden. Deswegen, bevor wir denken über den Schöpfer, dort irgendwo Horizont, müssen wir über die Verbindung mit den Freunden denken, weil das ist das Kli und das ist das Allerwichtigste, was wir vorbereiten müssen für seine Enthüllung. Das ist das, was wir machen müssen. Das heißt, es gibt diese Verbindung zwischen uns wie den Raum, in dem sich der Schöpfer offenbaren kann und dann, dass sich der Schöpfer dort offenbart, dann wie auf so eine Art und Weise kommen wir von der Liebe zu den Freunden zu der Liebe zum Schöpfer. Ist es klar? Das heißt, wir arbeiten nur in Bezug auf unsere Verbindung? Ja, sagt Raf, auf jeden Fall. BB UK. Davor haben Sie gesagt, dass die Sophisten haben auch eine Verbindung mit dem Schöpfer. Warum arbeiten wir dann nicht mit anderen und verbinden uns nicht mit den anderen? Wir können dir eine ganze Geschichte erzählen, wie wir in England waren, bei nicht weit weg von London, in der Gebiet einer Windmühle. Ich war da, Racheli war da. Du warst auch da, ich glaube auch, oder? Und wir haben uns getroffen dort mit Sufisten. Das war vor vielen Jahren. Wahrscheinlich ist dieser Sufist nicht mehr am Leben. Er war alt und er war krank. Er hat aber richtige Sachen erzählt, wie er fühlt, und ich habe durch ihn gefühlt, wie er die Spiritualität wahrnimmt, und die Sophisten haben genauso erzählt, auf eine richtige Art und Weise, wie man die Spiritualität erlangen kann durch die Verschmelzung mit dem Lehrer. Aber es gab niemanden, mit dem man sich verbinden konnte. Wir waren genauso in Holland, ich und ein paar Freunde, und wir haben uns auch
dort getroffen mit einem berühmten Sophisten. Er war auch damals schon sehr alt und nun sehr schwer konnte er laufen. Und ja, er hat uns gezeigt, was er hat. So eine Bibliothek, eine große. Aber wir haben keine Verbindung mit ihm bekommen, weil ich habe das irgendwie alles bei ihm äußerlich gesehen, als das Innerliche, was ich gesehen habe beim Sophisten in England. Und es gab noch so ein paar während der ganzen Zeit, nicht nur mit Sophisten, aber ein paar Mal habe ich getroffen. Wie heißen die bei uns? Masone. Das waren auch solche Leute, die so drauf waren. Mit Rabash haben wir auch mit solchen Leuten getroffen. Dann habe ich bei Rabash gelernt, wie man die verstehen kann, ob es das sich lohnt oder nicht. Das Allerwichtigste ist, sich selber nicht zu offenbaren in Bezug zu denen. Aber bis heute habe ich keine Methodik gefunden, die sich mit unserer Methodik verbunden könnte, dass wir zusammenarbeiten könnten, obwohl ich keine Abneigungen zeige in Bezug auf keine Methodik, die spricht über die Verbindung von Menschen. Aber die Methodik von Rabash, nur diese hat die Gesetze über die Verbindung in der Gruppe und mit dem Schöpfer. Ich glaube nicht, dass wir in der Welt irgendetwas Ernsthaftes diesbezüglich haben, aber irgendwann mal damals, ja, gab es sowas. Petach Tikva 17. How can we feel the need for the revelation of the Creator when we're filled with fear of becoming a different kind of puppet or slave to the Creator upon His revelation? Wie können wir fühlen die Notwendigkeit in der Offenbarung des Schöpfers, wenn wir Angst haben, irgendeine Reaktion von ihm zu bekommen, irgend sowas? Rav sagt, ich habe keine Angst, mich zu wandeln in eine Marionette des Schöpfers. Ich bin bereit, eine Marionette zu sein, in seinen Händen alles zu machen, was er will. Das Allerwichtigste ist, dass ich annullieren kann, mein Egoismus, dass er macht in meinem Egoismus all mögliche Übungen, dass ich nicht fühle, dass er das macht, dass ich will. Ich will ihm die Möglichkeit, mit mir zu spielen, zu geben, wie er das will. Und mit meinem Wissen, mit meiner Wahrnehmung, dass ich mich annullieren kann und der Schöpfer mit mir machen kann, das, was für ihn heilig ist. Italien 3. Quello che accade nella nostra vita, sofferenze, se alla fine ci portano sul cammino della Kabbalah o la rivelazione della divinità. Warum heißt es, was wir wahrnehmen im Leben, als Leiden, wenn das alles gegeben wurde vom Schöpfer? Unsere Leiden sind natürlich da, dass wir wegnehmen die empfangenen Kelim. Wenn wir fühlen, dass diese empfangenen Kelim unnützlich sind, dass wir uns distanzieren von denen und diese nicht wollen. Und das sind Leiden. Haver. Wir als sind eine große Organisation in Bezug auf die Qualität und Quantität. Wir annullieren uns auf eine genügende Art und Weise vor dem Schöpfer. Also soll er mit uns spielen, wie mit seiner Marionette. Also auf was wartet er denn? Rav sagt, wenn du dich annullierst und bittest,
ihn, dass er das machen soll, dann wird er das machen. Aber er wird das nicht mit Stärke machen. Es gibt keinen Zwang in der Spiritualität. In der Spiritualität ist alles in Bezug auf deine Forderung, in Bezug auf deine Bitte. Du musst fordern, dass er das machen. Nur in der Materiellen gibt es einen Zwang. In der Spiritualität gibt es keinen Zwang. Das Schlagen Beersheva. No. Raf, я буду говорить по-русски. Скажите, пожалуйста, на... Sagen Sie bitte, Raf, auszurichten den Verstand und den Herzen zum Schöpfer. Also es gibt keinen Raum für den Schöpfer in der Szene. Wie kann man das praktisch machen in der Spiritualität, in unserer spirituellen Arbeit? Raf sagt, wie enthüllen wir den Raum für den Schöpfer in der Szene, dank dessen, dass wir zwischeneinander anfangen zu sprechen, dass wir zwischen uns den Raum schaffen müssen für die Offenbarung des Schöpfers und bitten den Schöpfer, dass er den Raum aus uns schafft und sich enthüllt in diesem Raum. Fokusgruppe. 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 Ja. Ich wollte fragen, wie kann man verbinden diesen Unterschied in der Gruppe zwischen den Freunden, die wollen die Wissenschaft lernen und die Freunde, die die Torah lernen wollen. Rav, ich verstehe, dass es Menschen gibt, die die Ticha und die Lehre der Zehn Sfirot lernen wollen, aber ich kann mir das jetzt erstmal noch nicht erlauben, sagen wir mal, um 13.30 Uhr zu lernen, Ticha oder Tess, weil wir haben ein Problem, indem dass wir uns annähern zum Schöpfer. Und deswegen, hier gibt es ein Problem. Wie kann man aufbauen und organisieren die Zeit auf die richtige Art und Weise? Ich hoffe sehr, dass wir mehr eintreten werden in den Prozess, den wir jetzt lernen und werden uns gewöhnen an diesem Prozess, im Endeffekt zu dieser Methodik, die wir lernen, virtuell. Und wir, ja, nichtsdestotrotz, wir werden dann aufteilen unsere Zeit auf die richtige Art und Weise. Ein Teil sich beziehend zur spirituellen Arbeit und ein Teil sich beziehend zum Lernen der Wissenschaft selber, der Kabbalah. Es gibt Probleme beim Campus und abends. Es gibt Schüler, die zu den Unterrichten gekommen sind vor einem Jahr oder sogar vor 15, 20 Jahren. Wie kann man diese Sachen verbinden, dass jeder sich findet im Studium? Raf sagt, ich höre, dass morgens und abends gibt es das Lernen der Pticha. Bitte korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ja, es geht eine Aufzeichnung von Unterrichten, wie so ein Ablauf mittags. Wo ist das Problem, fragt Rab. Wir wollen auch mit Ihnen live studieren. Das ist eine Dummheit. Warum fordert das jemand? Warum mit mir und nicht Unterrichte in der Aufzeichnung? Was hat er davon? Er versteht, dass er so nicht bekommt, das Licht zurückkehren zur Quelle. Was hat er davon, außer irgendeine Dummheit? Welche Forderung kann zu mir sein, wenn ich nur schwer sprechen kann? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe, dass es ein Mangel am Verständnis ist und dass die mich nicht verstehen. So kann man nicht Pticha lernen. Ich habe so viele Unterrichte gegeben, verschiedene Arten und Weisen von Unterrichten, 15, 20 Reihen an Unterricht, die können sich vertiefen in die Materie und dann gibt es Fragen
Und wenn es Fragen gibt, dann sollte man einen Unterricht machen aus Fragen in Bezug auf die Pticha. Da wenn man das, dass man so machen will, sollte man das so machen. Aber nicht während des normalen Unterrichts, sondern etwas zusätzlich, damit man die anderen nicht verwirrt. Gelat, es gibt ein Buch, Lior Gur hat es geschrieben, in Bezug auf die Reihen der Pticha, die sie gelehrt haben. Deswegen, die das haben wollen, die können das haben. Es gibt keinen Mangel dembezüglich. Wenn die das haben wollen, können die das haben. Raff, noch mal eine Frage. Was ist wichtig für Sie? Was soll klappen aus Ihren, oder was soll resultieren aus Ihren Schülern, wenn sie lernen, die Pticha? Dass sie verstehen in Bezug auf den Bau der Gruppe, in Bezug auf den Aufbau der ganzen Gesellschaft, unbeweglich, pflanzlich, tierisch, beweglich, dass man einen allgemeinen Überblick bekommt über die ganze Sache. Wir müssen genauso lernen, das System, das, was der Schöpfer gemacht hat, und das muss man in den Fall machen, das höhere Licht, welches ausgeht vom Schöpfer, und der Schöpfer ist das Verlangen zu, das entwickelt die Geschöpfe, damit die aus den Geschöpfen so ein System machen, dass sie sich wenden, um zu geben. Zur Gleichheit der Form kommen, von oben nach unten, von unten nach oben. Das muss man wissen. Ich sage nicht, dass nicht, aber nicht, dass diese Sachen das Allerwichtigste ist. Das wird uns nicht die Möglichkeit geben, unseren Egoismus zu überwinden in uns selber, in der Gruppe. Das wird uns das nicht geben. Das muss man auch im Allgemeinen wissen, aber nicht mit all diesen möglichen Schematas, warum der Schirm so oder so, wenn er überhaupt nicht weiß, was der Schirm ist. Die Kraft der Überwindung. Was ist die Kraft der Überwindung? Hast du diese? Hast du die beobachtet? Nein. Deswegen, wenn du das nicht gemacht hast, warum ist es so wichtig für dich? Lass es uns doch lieber zu lernen, wie man zu diesem Schirm kommt. Ansonsten heißt es, sein Wissen ist größer als seine Handlung. Schüler, kann man noch fragen, ja? Können Sie uns erklären, wie sehen Sie diese unsere Phase des Studiums, wo wir ein bisschen berühren, die Pticha, die höhere Welten, die Zustände dieser Welt, so viel Verschiedenes passiert. Was ist wichtiger, was ist weniger wichtiger? Wohin führen Sie uns, dass wir Partner sind zu Ihnen, mit Ihnen? Raff, ihr werdet mit mir Partner sein, wenn ihr zusammen mit mir voranschreitet. Im Endeffekt lernen wir das, was Baal Sulam gesagt hat, und wir müssen durcharbeiten, all das, was er geschrieben hat, und genauso, was Rabash geschrieben hat. Und Rabash in Besonderheit hat verschiedene kurze Abschnitte. Wir nehmen verschiedene Abschnitte aus all seinen Artikeln, die wir dann auch nutzen. Das ist das, was wir machen. Außerdem ist jetzt, dass man Mahlzeiten zusammen durchführt, die Versammlung der Freunde. Das ist das auch, was sehr wichtig ist. Nicht weniger wichtig als das Studium selber. Dudi, Chaim und Akoka, die wollten auch was fragen. Ja, bitteschön. Ich wollte fragen in Bezug auf Pticha. Sie haben erklärt sehr genau die richtige Herangehensweise zum Lernen der Pticha und was es heißt, das Lernen der Pticha in der Aufnahme oder in der im Live-Übertragung. Aber die mit Ihnen lernen wollen und die richtige Herangehensweise nicht verstehen, wozu muss man überhaupt lernen die Pticha? Zuerst muss man die Herangehensweise lernen.
Raff, ja, aber im Endeffekt, wir lernen die Herangehensweise zur Offenbarung des Schöpfers und die Pticha muss man lernen in Bezug dessen, wie weit wir die Pticha lernen. Da muss man auch anziehen, das Licht zurückkehren zur Quelle, weil wir wollen zur Offenbarung des Schöpfers kommen, zur Ähnlichkeit der Form mit ihm, zur Änderung in uns selber, dass wir wie er werden. Deswegen, hier gibt es keinen großen Unterschied, was man lernen sollte. Es gibt einen Unterschied in Bezug auf die Natur des Menschen, aber im Endeffekt, im Wesen wird das alles ausgerichtet. Ich verstehe nicht, wo diese ganze Forderung ist. Wir werden lernen. Zuerst habt ihr das während der Tageszeit. Wenn ihr das nicht könnt, dann nehmt doch Ticha, die man euch empfiehlt aus dem Archiv und fangt an, das zu studieren. Macht das einmal die Woche, zweimal die Woche. Nur versucht das zu lernen im Zehner, in irgendeiner Zeit. Mach das. Ich bin nicht in der Lage, mit meinem Hals, dieses erlaubt mir nicht, noch mehr zu lehren. Erlaubt es mir nicht. Nach diesem Unterricht gibt es den Unterricht für die Frauen. Ich führe diesen Unterricht nicht durch. Es tut mir leid, ich bin weggegangen davon. Ich kann nicht, bin nicht in der Lage. Also, wer wollte da noch fragen, Dudi? Ich wollte auch fragen, für unsere Entwicklung, nicht, dass es für uns unumgänglich ist, die Pticha zu studieren. Nicht, dass es unumgänglich ist, aber in dem Ausmaß, in dem wir andere Schriften von Baal Sulam und Rabash lernen, die uns erklären, zum Schöpfer zu kommen. Was gibt es bei anderen Werken von Baal Sulam und Rabash? Was kann man von denen bekommen und was man nicht von der Pticha bekommen kann? Rav sagt, die ganzen Werke von denen und die ganzen Artikel, die lehren dich die richtige Herangehensweise zur Offenbarung des Schöpfers und Pticha, wenn du sie lernst mit der richtigen Herangehensweise, wenn du weißt, dass in ihr das Licht liegt, zurückkehren zur Quelle, so eine Pticha, diese bringt dir auch dasselbe Licht, aber nicht, dass sie in dir aufbaut, den Verstand und das Gefühl, dass du verstehst, wo du dich befindest. Der Verstand und das Gefühl, sagt der Kocher, diese Formung dessen, des Verstandes und des Gefühls, wo der Mensch sich befindet, da geht man durch, wenn man diese Artikel lernt. Rav sagt, ja, diese Artikel sind so aufgebaut, dass sie dir beibringen, wie du auf die Schöpfung guckst, auf die Gruppe und auf den Schöpfer. Natürlich, über was sprechen die sonst? Und aber wenn du die Pticha lernst, das sind mehr Wissen der Tora, jeder kann das lernen, so wie das war mit dem Talmud, ja? Nicht mit Talmud der Zehn Sefirot, babylonischer Talmud, man lernt es auswendig, einfach versucht es durchzuarbeiten, so wo jedes Wort geschrieben steht und was weiter, was hat er davon, außer das Wissen, was geschrieben steht auf einer jeden Seite. Als Folge dessen zieht er nicht das Licht an zurückkehren zur Quelle. Verstehst du das? Weil das ist das Allerwichtigste. Kann man noch? Ja. Es gibt noch so eine Frage. Und sie geben auch kein Unterricht für die Frauen. Wir gucken die Unterrichte in der Aufzeichnung und das Licht zurückkehren zur Quelle. Wenn Raf nicht mit uns ist, ihr werdet das so studieren, so hoffe ich, dass ihr anzieht, das Licht zurückkehrt zur Quelle, anzieht auch ohne mich. Aber wenn wir sprechen über meine Unterrichte in der Aufzeichnung, warum habe ich mich so angestrengt, dass wir ein Archiv haben mit allen Materialien von Baal Sulam und Rabash, alles in der Aufzeichnung und alles
strukturiert und angeordnet ist. Warum habe ich so viel Kraft investiert? Weil ihr immer die Möglichkeit haben sollt, zu studieren und genießen, das Licht zurückkehren zur Quelle und euch zu nähern zur Offenbarung des Schöpfers. Von unserer Sichtweise, wie die Schüler haben einen Unterschied in der Aufzeichnung zu gucken oder in der Live-Übertragung. Rav sagt, ich glaube nicht, wenn ich jetzt lese, das, was Rabash geschrieben steht, es ist so, als würde ich das von ihm jetzt hören. Genauso ist es jetzt. Sogar mehr als das. Als ich neben ihm saß, habe ich weniger gehört. Ist die Arbeit anders der Schüler, die sie, ist die Arbeit anders der Schüler, die den Unterricht nicht in der Live-Übertragung hören? Den Unterricht zu hören in der Aufzeichnung ist schwieriger, aber effektiver. Und wo müssen die sich mehr anstrengen? Während des Unterrichts in der Aufzeichnung. Aber welche Anstrengung muss man durchführen? Anziehen das Licht, zurückkehren zur Quelle. Wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, wo die Kraft ist, die auf mich wirken kann, wenn meine Handlungen werden, die Handlungen meiner Urväter. Die müssen konzentrierter sein bezüglich dessen, wenn sie den Unterricht hören in der Aufzeichnung. Beim Unterricht während der Aufzeichnung muss man sich mehr konzentrieren. Sie müssen sich hier mehr anstrengen. Ist das klar? Moskau 7. Frage eines Freundes, wie muss ein idealer Unterricht sein? Aus welchen Teilen muss er bestehen? Mit welcher Vorbereitung? Ich werde nicht auf all diese euren Fragen antworten. Das bringt eine Verwirrung. Ich will solche Fragen nicht hören. Ihr werdet das bekommen, was wir geben. Und wenn ihr nicht zufrieden seid, dann halten wir niemanden. Ich sage das wirklich so, mit Absicht, so grob. Bekommt es so, wie es da ist. Damit könnt ihr auch aber in den Archiv reingehen und jegliche Materialien für euch nehmen, die ihr wollt. Deswegen für die Schüler, ihr wisst, was ihr zu tun habt, ihr wisst, wen ihr fragen könnt und von wem ihr was bekommen könnt. Afrika. Yeah, thank you. We want to ask if there is still a need or an importance for. Danke, wir wollen fragen. Wenn es eine Unumgänglichkeit und eine Wichtigkeit gibt für einen Basiskurs, für so einen Campus, für Studenten, die dieses Material nicht kennen, wie ist das verbunden mit der Pticha und ist das Selbststudium genug für diese Freunde, dass sie auf die richtige Art und Weise herangehen können zum Studium. Wir haben Campusse, wir haben Verantwortliche für Campusse. Ihr könnt euch wenden an diese Verantwortlichen und sie bitten um Content, um all möglichen Sachen. Aber mich bitte nicht fragen, wie dieser gefragt hat aus Moskau und du fragst aus Afrika. Ich verstehe nicht diese Fragen. Ihr habt hier in Bnei Baruch Leute, die sich damit auskennen und die dieses regeln. Bitte wendet euch an die Tbilis. Guten Tag, Rav, vielen Dank. Wenn der Mensch sich befindet in der rechten Linie und dankt den Schöpfer und er hat die Wahrnehmung des Genusses, dann kommt eine Angst auf, dass in dieser Wahrnehmung irgendetwas falsch ist. Wie kann man diese Angst auf die richtige Art und Weise nutzen?
mit der Verbindung mit den Freunden, Entschuldigung, in der Verbindung mit den Freunden. Moskau ein. Raff, wenn wir schon dieses Thema berührt haben, kann man fragen auf die folgende Art und Weise, um sie zu schonen, wenn man über den Morgenunterricht spricht, welcher Teil, wie sehen Sie das, vielleicht jetzt oder in der Zukunft, welches Teil muss auf jeden Fall mit Ihnen sein und welchen Teil kann man ruhig die Aufzeichnung sehen? Ich bin sicher, dass ihr die Unterrichte in der Aufzeichnung nehmen könnt. Ich bin doch dort. Ich habe das doch aufgenommen. Und die Lehre der Zehn Sefirot Test, da bin ich doch auch da in der Aufzeichnung. Wo ist das Problem? Ihr kommt jetzt zu mir und wollt mich auseinanderreißen in Teile und ich mit meinem Hals kann nicht noch weitere Unterrichte anfangen und ihr greift mich noch an. Was ist das? So ein Verhältnis zum Rav, zum Lehrer, damit wir sie warnen. Beim Unterricht, beim Morgenunterricht können wir doch auch irgendwelche Teile in der Aufzeichnung anmachen und sie geben nur andere Teile im Live-Unterricht und andere Teile in der Aufzeichnung. Und sie machen nur eine gewisse Zeit während des Unterrichts, Morgenunterrichts, wo sie nur Antworten geben. Bei der Pticha kann ich nichts Neues geben. Nichts Neues. Ich bleibe auf derselben Ebene, weil ihr nicht voran, weil ihr euch nicht voran bewegt. Ihr seid nicht vorhanden bei diesen ganzen Analysen. Ich sage jetzt dasselbe, was ich vor 10, 20 oder 30 Jahren gesprochen habe. Deswegen habe ich keinen Sinn, nochmal zu verdauen, diese ganzen Sachen. Ich bin schon alt. Ich will nicht alles skizzieren wie früher, wo ich das mit Vergnügen gemacht habe. Ich habe das mit euch schon alles durchgearbeitet und die Zeit ist anders, dass wir die Zeit diesbezüglich vergolden. Deswegen eure Forderung zu mir, ich verstehe das nicht. In der Aufzeichnung ist dasselbe jetzt, wie es vor 30 Jahren war. Deswegen nimm das und lerne das. Die spirituelle Arbeit hat sich sehr geändert und das, über was ich vor 2, 3 Monaten gesagt habe, ich habe doch nicht gesprochen über den Glauben mit dem Verstand, ich habe nicht über dieses Thema gesprochen, aber jetzt, wo Coronavirus angefangen hat, mit all diesen Sachen, haben wir darüber angefangen zu sprechen. Jetzt, es wird noch irgendeinen Schlag geben, noch irgendwelche Änderungen geben, irgendwelche Voraussetzungen, kann ich noch irgendetwas besprechen? Diese Sachen will ich enthüllen, weil darin liegt wirklich das, dass wir Schritte durchführen in Richtung zum Schöpfer. Und ihr mit euren Vorwürfen zu mir in Bezug auf Ticha, das bezieht sich nicht zu mir oder ihr glaubt nicht daran, dass das, was ich mache, richtig ist, dann geht zum Teufel. Ich muss euch nicht fragen, das, was ich lehren soll, so wie ihr das wollt. Was ist das für eine Frechheit, sich so zu benehmen, zu dem, der euch führt auf den Weg? Wenn ihr meinen Weg verstehen wollt, dann geht mit mir auf den Weg. Ansonsten nicht, dass ihr zu mir kommt und so kleine Kinder, die den Erwachsenen führen und führen den Erwachsenen, weil die das glauben, dass es so richtig ist. Mit mir wird es nicht funktionieren. Ich frage euch manchmal, wollt ihr das so oder anders? Wenn es eine Möglichkeit gibt, bitteschön, dann frage ich das. Aber lasst uns jetzt das Thema beenden.
auf diesem Punkt Pticha gebe ich euch nicht mehr, skizzieren werde ich auch nicht mehr skizzieren, nur eine besondere Frage, die sich bezieht auf unseren Weg. Aber wir lernen die Herangehensweise zur Offenbarung des Schöpfers für die Geschöpfe. Und das ist alles. Alle anderen Sachen sucht ihr im Archiv. Ihr habt hier im Bnei Baruch viele Leute, die euch helfen können. Und all das, was ihr wollt, werden die euch schicken und alles organisieren. Auf Russisch, auf Englisch, auf Hebräisch. Auf Spanisch, auf Deutsch, auf Französisch, auf Türkisch haben wir. Wir haben verschiedene. Dass ihr so verwöhnt seid. Ja, ihr habt bekommen so von meiner Seite dann mit Löffelchen in den Mund. Das hört auf damit. Glaubt, dass es weiter so sein wird. French. Also, wir machen das so. Frankreich. I don't know how to be so thankful to you, but how can I convince? Ich weiß nicht, wie ich ihnen genug danken kann. Wie kann ich, dass ich arbeite mit meinen Freunden, mich streben muss in der Verbindung zu denen, permanent und durchführen die Arbeit. Wie kann ich die Freunde überzeugen, dass das Allerwichtigste ist? Muss denen erklären, die werden keine Offenbarung des Schöpfers bekommen, wenn nicht in der Verbindung mit den Freunden. Erklärt ihnen das. Ich bin, wenn es irgendeine andere Methode gibt, bitteschön. Ukraine. Als Fortführung der Frage von Chaim in Bezug auf den Abendunterricht, dass ich nicht kämpfe mit meinem Esel, wenn ich verpasse den Morgenunterricht und höre den in der Aufnahme, dann fühle ich, dass mein Esel einen Mangel führt. Sagen Sie bitte, was soll ich bevorzugen, dass ich sozusagen vergewaltige meinen Esel oder wie soll ich weitermachen? Ich weiß nicht, was du meinst mit Nachtunterricht. Nachtunterricht um 18 Uhr den Unterricht meinst du? Morgenunterricht meint er. Morgenunterricht ist sehr wichtig und es ist wünschenswert, dass man den Morgenunterricht zusammen mit allen anderen sieht. Petach Tikva 25. Raf, ich will fragen, auf eine spezifische Art und Weise. Wir befinden uns in einer besonderen Zeit. Den Morgenunterricht, den Sie geben im Live-Unterricht, Sie geben uns jeden Tag sehr viele Gespräche, die unsere Ideologie aufbauen, unser Programm aufbauen, in Bezug auf die Korrektur dieser Welt. Massen von Treffen, das nimmt sehr viel Zeit ein und es gibt viele von solchen Gesprächen, Diskussionen, die Sie durchführen. Die Frage beim Weltkli, was ist wichtig, die Zeit haben, in was sollen die investieren? Zu lernen, noch eine Stunde Pticha oder zu hören, das, was Sie sagen, die ganze Zeit, jeden Tag mit Oren, Moshe und Gelad und verschiedenen Journalisten und so weiter. Ich würde Ihnen sagen, ich würde Ihnen empfehlen, dass es sich für Sie lohnt, zumindest etwas, meine Gespräche mit den Redakteuren, Schriftstellern, Schreibern zuzuhören. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass es sehr wichtig ist. Der Morgenunterricht ist wichtig, natürlich. Und auch sollte der Mensch seine Zeit in solche Dinge seine Zeit lassen, dass ihm Zeit für Verbreitung bleibt. Wenn er keine Verbreitung macht, so gebiert er nichts Neues.
Er macht eine Blockade. Er blockiert das Licht, welches nicht durch ihn zu anderen weitergegeben werden kann. Deshalb empfehle ich euch alle, darüber nachzudenken, was ihr tut. Ja? Warum? Klar. In Ordnung. Petach Tikva, Gruppe Nummer 17. Rob, all of us really care about your health and well-being. All of us care about your health and well-being. Rav, tatsächlich, für alle ist Ihre Gesundheit wichtig. Wir haben bereits darüber aufgehört zu sprechen. Meine Gesundheit, deine Gesundheit, Ihre Gesundheit, ist doch egal. Weiter. The rest of your time towards those new sessions that Coca was talking about, and we should. Sie müssen eine Stunde am Tag Unterricht geben. Our people putting the lessons on for 2 hours. You come in and do like. Und stelle dessen, dass Sie die Unterrichte in der Aufzeichnung sehen, für Sie anstelle um 2 Stunden zu geben, wenn Sie kommen, eine Stunde, wenn Sie kommen. Geben uns die Korrektur, dann würden sie mehr gesund werden und wir könnten uns verbinden. Gut, sagt er. Gut. Kurz gesagt, bleibt gesund. Gilad, wir gehen über. Was haben wir dort? Es gibt die Möglichkeit, so Thema Glaube und Verstand überzugehen oder Shalom, ausgewählte Artikel. Dann wählen wir den Artikel die Frieden, Shalom. Okay, ein Lied. I believe in you. I'm falling into myself, but I wanna draw to you. 'Cause when we can stand together above our frozen hearts, I'm sure the light will come and make things right. We are the parts of the one man body. We are the soldiers of the light. We're gonna break these walls together and let the love. We're gonna burn like fire, fire in the one desire. Love is stronger than the dark side of life. Fire, fire with the one desire. 'Cause in the end there's nothing else besides light. Light and love, love and light, light. Nothing else besides light, light and love, love and light, light. 'Cause in the end there's nothing else besides light. No matter what will come in our winding path, you are not alone, I'll always watch your back. So let's just stand together, I'll hold you in my arms. And suddenly the light will come and heal the heart. We are the part of the one man army. We are the soldiers of the light. We're gonna break these walls around us and let the hope fulfill our lives. We are the part of the one man army. We use the guns, we load the tears. We're gonna break these shells around us and let the light come back. We're here. We're gonna burn like fire. Dark side of life. Higher, higher with the one desire. 'Cause in the end there's nothing else besides light. Don't believe in myself, but I believe in love, love and light, light. In the end there's nothing else besides light. Don't believe in myself, and love, love and light, light. There's nothing else besides. I don't believe in myself, but I believe in you. Ja, wir gehen über zu ausgewählten Artikeln aus dem Artikel Frieden, Abschnitt Nummer 4.
Man muss wissen, dass das Entwicklungsgesetz, welches in der ganzen Realität vorhanden ist, welches garantiert, das alles Böse zurückzubringen, wirkt, ohne Frage zu stellen, an die Menschen die Frage zu stellen, die die Erde bewohnen. Zusammen damit hat der Schöpfer dem Menschen den Verstand und die Macht gegeben und hat ihm erlaubt, das Entwicklungsgesetz unter seine Kontrolle zu nehmen. Und der Mensch kann den Entwicklungsprozess beschleunigen und gemäß seinem Verlangen frei und vollkommen unabhängig vom Laufe, unabhängig von der Zeit. Und es kommt heraus, dass hier zwei Arten von Macht existieren, die in den Entwicklungsprozess wirken, welche wir gesprochen haben. Erstens, das ist die Macht des Himmels, welche die Rückkehr der ganzen Bösen und alles Schädlichen garantiert, umzuwandeln, alles Gute, aber in seine Zeit, in einen langsamen und schmerzhaften Weg. Und es gibt die irdische Macht. Und da das Entwicklungsobjekt lebende Lebewesen sind, so spüren sie Qualen und schreckliche Last, da sie unter der Walze der Entwicklung sich befindet, welche sie sie einfach zerdrückt. Aber die irdische Macht ist für diejenigen, die das Entwicklungsgesetz sich angeeignet haben, so befreien sie sich von der Laufe der Zeit und beschleunigen ihre Entwicklung und erlangen dadurch das Endstadium ihrer Entwicklung. Vielleicht nochmal, bitte. Nochmal Zitat Nummer 4. Man muss wissen, dass das Entwicklungsgesetz, welches sich auf die ganze Wirklichkeit verbreitet und welche garantiert, dass alles Böse und Schädliche zum Guten zurückbringt, dieses Gesetz wirkt unaufhörlich. Das heißt, es fragt nicht nach der Meinung diejenigen, die die Erde bewohnen, aber zusammen damit hat der Schöpfer dem Menschen den Verstand und die Macht gegeben und hat ihm erlaubt, dieses Entwicklungsgesetz, welches ich gesprochen habe, seine Kontrolle zu nehmen und unter eigener Macht. Und der Mensch kann den Prozess der Entwicklung gemäß seinem Verlangen beschleunigen, frei und vollkommen unabhängig vom Laufe der Zeit. Und es wird geklärt, dass hier zwei Arten von Macht existieren, welche im Prozess der Entwicklung wirken. Erstens, das ist die Macht des Himmels, welche garantiert, dass alles Böse und Schädliche zum Guten und Nützlichen zurückbringt, aber das passiert in seiner Zeit, in einem langsamen und schmerzhaften Weg. Und es gibt auch die irdische Macht, und da das Objekt der Entwicklung lebende und fühlende Wesen sind, so kommt es heraus, dass sie Qualen und Schmerz spüren, wenn sie sich unter der Entwicklungswalze sich befinden, welche sie mit zerdrückt. Und die irdische Macht, das ist die Macht der Menschen, die Entwicklungsgesetz sich angeeignet haben, welche das Gesetz unter ihre Kontrolle genommen haben und welche von der Laufe der Zeit sich vollkommen befreien und bedeutend ihre Entwicklung und Korrektur vom Ganzen beschleunigen und das Endstadium der Entwicklung dadurch erreichen. Fragen bitte? Keine Fragen? Gut, Leute, hören nicht zu nach dem ganzen vorherigen Gespräch, welches wir vorher geführt haben. Gut, vielleicht. Gut, Hebrew Gruppe Nummer 10. Danke, Rav. Das Entwicklungsgesetz, von dem, was hier klar wird, es gibt eine Kraft, die zum Menschen kommt, welche ihn zu einem gewissen Gefühl bringt, welche ihn zum
bestimmten Bewusstsein und Handlung bringt. Können Sie die Etappen beschreiben, was mit den Menschen hier passiert? Das höhere Licht hat Einfluss auf das, auf den Willen zu empfangen, welches es geschaffen hat, und wirkt auf dieses und bringt dies vorwärts. Und es gibt im Gesetz des höheren Lichtes, welches auf den Willen zu empfangen wirkt, einen Prozess, der Wille zu, welches der Wille zu empfangen durchlaufen muss, im Laufe solcher und solcher Aktionen. Und diese Handlungen heißen Jahre. Und die hören nichts mit, haben nichts mit unserer Zeit zu tun, so heißen sie eben. 6000 Jahre. Auf diese, die Welt existiert. Das heißt, 6000 Stufen bis Malchut durch die 6 Sphirot von Serampin mit Bina verbindet und sich selbst korrigiert. Und das war's dann im Wesentlichen jetzt. Diese Zeit ist eine Zeit, welche verpflichtet ist. Oder? Das Spirit, das heißt, 6000 Stufen. Oder wir können diese 6000 Stufen beschleunigen, jede Stufe und Stufe weniger zu sein. Weniger Aktionen, wenn wir hin zum Licht uns entwickeln, von uns aus, sagen wir, in diese Richtung gehen, sind wir jene Schritte, unsere Schritte schneller bewerkstelligen. Und das ist bedeutend dessen, was es hieß, heißt, die Zeit zu beschleunigen. Deshalb werden wir die Zeit verkürzen können. Das ist im Wesentlichen, darin liegt eigentlich unsere gesamte freie Wahl. Oder wir gehen entsprechend der Zeit, welche uns die Natur beanraumt, gegeben hat, oder wir beschleunigen die Zeit und gelangen noch schneller zur Angleichung mit dem Schöpfer, zu seiner Offenbarung, zu seiner Anhaftung. Wir haben hier nur zwischen diesen zwei Möglichkeiten zu wählen. Normalerweise können wir nicht so sehr die Zeit beschleunigen und wollen auch nicht auf natürliche Weise, einen natürlichen Zeitprozess durchlaufen. Somit befinden wir uns in etwas in der Mitte, welches heißt der Eretz. Der Eretz heißt der Weg des Landes. Weder auf dem Weg der Natur, natürlichen Weg, und weder noch der Weg der Torah. Das ist der mittlere Weg, den wir gehen da. Das wollen wir gehen. Lass uns versuchen, so viel wie möglich die Zeit zu verkürzen. Jedes Mal, wo wir nach Verbindung zwischen uns streben, geben wir dem höheren Licht die Möglichkeit, sich noch näher, noch mehr uns anzunähern und noch mit größerer Kraft zu wirken. Und somit verkürzen wir den Prozess unseres Erwachsenwerdens, bis wir zu Korrekturen gelangen. Und alle Leiden und Probleme, die man fühlt, sind jene deshalb, weil man dieses Gesetz der Entwicklung versucht, gegen anzukämpfen und nicht mit ihm Hand in Hand gehen. Natürlich, wir gehen gemäß des Entwicklungsprozesses, oder wir gehen Beito zu seiner Zeit, oder Achishena, dass wir es beschleunigen. In einem von beiden. Petach Tikva, Gruppe 29. Hallo Rav, Frage, was ist der Nutzen der Qual der Menschen, wenn man sie nicht fragt? Nochmal. Was ist der Nutzen der Qualen der Menschen, wenn man sie nicht fragt, ob ich mich richtig beziehe? Rav sagt, ich habe die Frage nicht verstanden. Nochmal. Er sagt, dass das Entwicklungsgesetz auf die ganze Realität sich verbreitet. Also er schreibt hier, dass das Nützliche und Schädliche alles zum umgewandelt wird zum Nützlichen. Ja, genau, schau auf die Straße.
alle entwickeln sich weiter. Auf solche wie wir, denen die Gelegenheit gegeben wurde, die Zeit zu beschleunigen und dass wir gemeinsam mit uns alle anderen mitziehen, je weniger egoistisch wir an uns denken, sondern an die Kultur der ganzen Menschheit, um sie zum Schöpfer vorwärts zu bringen, um ihm wirklich damit Freude zu bereiten, nicht, dass jeder Einzelne an sich selbst denkt, darin werden wir voranschreiten. Währenddessen höre ich von euch, wie werde ich voranschreiten? Jeder Einzelne von euch, wie will er so? Er versteht nicht, dass er nicht sich mit solchen Fragen entwickeln will, sondern ganz im Gegenteil. Er wird sich selbst nur zurückwerfen, blockieren. Was ist das Nutzen für die Menschen, die nicht wie wir sind, sondern draußen sind und sie haben nicht diese Wahl wie wir und sie haben Qualen? Was ist denn der Nutzen in der Korrektur hier? Ach, du warst vorher zwischen diesen Menschen und sie werden auch bald unseren Club, unsere Richtung besuchen. Das höhere Licht wirkt mehr und mehr und mehr und mittels des immer größer werdenden Lichtes, das führt sie dazu, dass sie auch in die spirituelle Arbeit eintreten, in Aktion treten. Volga. Die Gemeinde hier ist Ursache und Folge. Also wenn was bedeutet hier Beschleunigung der Zeit? Beschleunigung der Zeit in Bezug zu uns, oder Zeit in Bezug zu uns, erhält wirklich eine Art schnelleren Prozess. Wir spüren mehr, wir fühlen mehr, wir reagieren mehr, wir sind aktiver. Das ist, ich habe keine Wahl, als zu sagen, Gespräch, ich sage euch nochmal, das heißt, wir fühlen die Zeit schneller vergehend. In Bezug vielleicht zur anderen Welt. Natürlich im Vergleich zum 20. Jahrhundert, die Zeit ist mobiler und schneller geworden in Bezug zu den vorherigen Jahrhunderten. Da war es langsamer, mobiler. Petach Tikva, Gruppe Nummer 4. Was bedeutet, das Entwicklungsgesetz unter eigene Kontrolle zu nehmen? Um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen, indem wir uns aktiv an diesem Entwicklungsprozess beteiligen. Das Licht, welches zum Guten zurückführt, hat auf alle Einfluss und langsam bringt es uns vorwärts, verändert die Zeit, verändert die Kräfte, welche auf uns wirken. Und wir gehen in diese Richtung, in die Richtung Verbindung zwischen uns. Und darin rufen wir das Licht hervor. Wir ziehen das Licht über uns hervor, aus uns heraus. Und darin beschleunigen wir die Zeit. Das sind Stufen der Entwicklung. Moskau Gruppe Nummer 1. Ah, keine Frage. Okay, gut. Sorry. Wenn es keine Frage aus Moskau gibt, so weiter. Lesen weiter. Abschnitt 5. Frieden in der Welt. Man muss genau wissen, was sind die Werte von allgemeinem Bezug auf das Individuelle, das heißt das Individuum in Bezug auf die Gesellschaft, in welchem er lebt und von welchem er alles bekommt, wie das Materielle auch, wie das Spirituelle. Und die Wirklichkeit zeigt uns, dass das Individuum vollkommen kein Recht zur Existenz hat, wenn er sich isoliert und hat keine genügende Gesellschaft, welche ihn bedient und ihm hilft, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und von hier aus folgt, dass anfänglich der Mensch für das Leben in der Gesellschaft erschaffen wurde. Und jedes Individuum in der Gesellschaft ist es wie ein Zahnrad in einem System, ein einheitliches Mechanismus, wo ein Zahnrad, also eine Einheit, keine eigene Freiheit hat in Bezug auf sich selbst. Aber es ist in die allgemeine Bewegung eingebunden
um den Mechanismus für die Ausführung der allgemeinen Aufgabe zu verwirklichen. Und wenn ein Gebrechen passiert, dann wird dieses Gebrechen nicht als Gebrechen des eines Zahnrades betrachtet, aber es wird von seiner Rolle bewertet und der Wichtigkeit, Bedeutung in Bezug auf das ganze System. Nochmal, man muss gut wissen, was ist der Wert des Individuums zum Ganzen, das heißt eines Individuums in Bezug auf die Gesellschaft, in welcher er lebt und von welcher er alles bekommt, so wie das Materielle, so wie auch das Spirituelle. Die Wirklichkeit zeigt uns, dass das Individuum vollkommen kein Recht zur Existenz hat, wenn er sich isoliert und hat keine genügend große Gesellschaft, welchen bedient, um ihm hilft, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und von hier aus, dass der Mensch von Anfang an dafür erschaffen wurde, um das Leben der Gesellschaft zu leben, und jedes Individuum in der Gesellschaft ist wie ein Zahnrad, welches zwischen anderen Zahnrädern eingefangen ist und befindet sich in einem einheitlichen Mechanismus. Und wenn ein Zahnrad keine freie Bewegung hat in Bezug auf seine eigene Einheit, aber es ist eingebunden in das allgemeine Bewegung, welche von Anfang an einprogrammiert ist, zum allgemeinen Ziel zu gelangen. Und wenn ein Gebrechen passiert, dann wird dieses Gebrechen nicht wie das Gebrechen dieses eines Zahnrades betrachtet, sondern es wird bewertet von der Sichtweise seiner Rolle und Bedeutung in Bezug auf den ganzen Mechanismus. Bulgaria. Привет, Раф. Привет. Раф sagt, Fragen? Bulgarien fragt. Sie haben schon die Frage beantwortet. Was ist unsere Rolle als Organisation B-Baruch? Um dieses Entwicklungsgesetz zu nehmen und die ganze Welt, die ganze Menschheit in den Weg Achishene zu bringen. Was sind unsere Handlungen hier in dieser Richtung, damit wir alle zusammen die ganze Menschheit zu diesem Weg der beschleunigten Entwicklung bringen? Rav sagt, schau mal, ich schaue, was hat Arabi Shimon gemacht, danach Ari, Balasulam, Rabash. Ich nehme Beispiel von Ihnen und wie sehe ich den Ausmaß, in dem ich weitermachen kann, das mache ich. In unserer Zeit kann man mehr tun, wir haben Internet, wir haben Verbindungen, wir haben Bücher, wir haben Zeitungen, alles haben wir. Das Problem liegt nur darin, dass wir eine Schwere spüren. Jeder hat Twitter, E-Mail. Es gibt verschiedene Sachen in dem Ausmaß, in dem ihr verbreitet unser Material, in dem ihr euch darum sorgt, dass die ganze Welt weiß, dass es eine Methode gibt. Das ist die Frage. Wenn wir einige tausend Menschen haben, wo ist dieser große Kreis um uns herum, welchen wir verschiedenen Sprachen bedecken können, sodass die Menschen uns näher kommen, dass sie wissen, warum Corona, warum verschiedene andere Sachen, warum beziehen wir so zu allem, als ob wenn du kein Partner des Schöpfers machen möchtest und seine Methoden in die Welt bringen willst, dann was machst du überhaupt? Das ganze Studium, mit welchem du dich beschäftigst, das ist nur empfangen. Nur zum Empfang. Und desto mehr du empfängst, und das bleibt in dir, du gibst es nicht weiter, das bedeutet, dass du ein Empfangener bist. Und dann ist es nur zu deinem Nachteil.
Zweite Frage. Corona ist eine Krise bestimmter Menschen. Ihnen, gewissen Menschen, gefällt unsere Botschaft in Bulgarien im Laufe der 2 Monaten, sagen wir, einige tausend Menschen sind auf Facebook, die uns jetzt neu folgen. Wie kann man so eine Übung machen? Also wie sollen wir weitermachen mit unserer Botschaft? Wie machen wir das so, damit dass man ihnen noch näher kommt? Rav sagt, Tausende von Menschen, sagt er schon. Rav sagt, öffne Facebook, Twitter, Zeitung, im Internet, ja, bei dir. Mach daraus etwas Schönes für die Männer, für die Frauen, für die Anfänger, für die, die mehr vorangeschritten sind. Und beginnt, einen Platz zu schaffen, Landing Page für all die, die Bulgarisch sprechen. Macht das. Ihr könnt das. Ihr kennt Russisch. Ich habe so viel Material in Russisch. Ganz Kapital ist auf Russisch. Und wenn nicht, dann werden wir euch helfen. Und so jeder Einzelne von euch in seiner Sprache. Wenn ihr das nicht weitergebt, was ihr lernt, und ihr eine Blockade in diesem ganzen Baum des Lebens, welcher Leben schenken muss und nicht weitergeht, ihr blockiert das Licht, die Fülle, so seid ihr einfach, ihr stört euch selbst damit, euch zu entwickeln. Die Entwicklung kann nur so funktionieren, wenn das weitergeht. Es gibt eine Zirkulation des Lichtes in diesem ganzen Klee von Damarishon. Haverim. 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 Vielen Dank für den Morgenunterricht, Raff. Ich habe auch eine Frage in diesem Kontext. Wenn wir über Hishena, die Gruppe, sprechen, verstehe ich dann richtig, dass desto intensiver ich in die Gruppe mich einschließe und daran arbeiten, um mein Zähne verbunden zu sehen, verschmolzen mit dem Schöpfer zu sehen, also praktisch in dem Maß, wenn das möglich ist, ist das, dass wir den Zähne oder ich den Zähne im Weg Achishena bringen? Ja, sagen wir, es ist so. Also ein Modell in Bezug auf die Welt. Können Sie uns sagen, auf was wir uns hier orientieren müssen? Weil es eine Meinung gibt, dass es genügend ist, innerhalb der Szene diese Arbeiten auszuführen, diese Anstrengungen zu vollbringen. Und alles wird gut, die ganze Welt wird dadurch korrigiert, man muss nicht verbreiten. Aber ich sehe, dass Verbreitung eine sehr große Rolle spielt, sogar im Internet, die Menschen buchstäblich werden belebt, besonders durch ihre Clips mit Simeon Vidakur. Das Schöpfungsziel, wie ihr wisst von den Worten von Bala Sulam, ist für alle Geschöpfe, für jeden Menschen, blau, gelb, grün, weiß, schwarz, ganz egal, wer er ist. Deshalb haben wir die Aufgabe, das in der ganzen Welt zu verbreiten und zu zerstreuen und zu verstreuen. Die ganze Arbeit, die wir auf uns genommen haben, in der wir die Möglichkeit, die Gelegenheit bekommen haben, uns dem Schöpfer näher zu kommen, uns wurde nun das gegeben, dieser Wunsch, dieser Wille, nur dass wir die Weisheit der Kabbalah für alle Menschen, für jedermann öffnen. Ist so, Baruch Shalom schreibt, gerade jene, die weiter weg sind, die Letzteren, die noch nicht gekommen sind, die sich dort irgendwo am Ende der Kette in Tansanien, Okeanien, irgendwo Honolulu, ich weiß nicht, wo die sich aufhalten, bis sie in die Weisheit der Kabbalah kommen. Gerade wenn sie in unseren Kreis
treten, in den Kreis, nicht in unseren Kreis, in den Kreis zum Schöpfer hintreten, wird sich das große Licht im klaren Horizont offenbaren. Und das Licht wird sich in uns offenbaren, wenn wir geben dieses Licht über uns an sie weiter. Deshalb müssen wir von allen Seiten daran interessiert sein, zu verbreiten. Und ich weiß nicht, gibt es ein bestimmtes Modell? Kann man das von Ihnen hören, sehen, wie das passieren muss gerade? Wenn die Zähne untereinander, im Inneren der Zähne, untereinander die Zähne, Gruppen sich verbinden, dann ist es klar. Aber in Bezug auf die Welt, gibt es irgendein Modell? In Bezug zur Welt kann nur eines sein, die Verbreitung übers Internet. Internet. Jede Gruppe, sagen es, sei 10 Leute, einige Gruppen, sagen wir, du hast in den russischsprachigen Raum, russischsprachige Leute, wie viele Leute hast du da? Tausende und Abertausende, jeder einzelne von diesen Menschen. Tagtäglich. Facebook, Twitter und all diese sozialen Medien verwendet, wo man verbreitet, wo sie sich befinden, aufhalten. Auf bestimmte Weise etwas zu nehmen und irgendwas dort zu verbreiten. Noch einen Post zu schreiben und noch was und noch was. Dann, was gut für sie ist, was für sie interessant ist. Bei anderen Menschen zu beteiligen, sie auch auf seine Seite zu ziehen, auch auf meine Seite zu ziehen oder auf die Bnei Baruch Seite zu ziehen, auf der Kabakademie zu ziehen. Weißt du, was da passiert, was für ein Mixer entschließt, sehr gut ist? Nur auf so eine Weise werdet ihr voranschreiten. Genauso wie Baal Salam über sich selbst schreibt. Ich habe alles erlangt, was ich erreicht habe, nur dank der Generation, dank dessen, dass die Generation dem würdig ist. Dass er hat verbreitet diese Dinge jeden Menschen der ganzen Generation weitergegeben. Und deshalb ist er mit dem beschenkt worden, dass das Licht durch ihn durchgeht. Und wir blockieren uns. Wir blockieren uns wirklich. Wir geben dem Licht nicht durch uns durchzustrahlen. Wie sehr ich darüber spreche aus, weil das Unterricht zu Ende, jeder geht raus, das hat er nichts gehört, was ich gerade gesagt habe. Das Ego gibt euch keine Möglichkeit, die Verbreitung zu machen, das zu tun, das zu vollziehen, was ich gesagt habe. Was soll ich tun? Was soll ich tun? In Ordnung. Ja, gehen noch ein bisschen. Das war's. Ja, wir sind im Abschnitt 6, Zitat 6. Das Ausmaß der Werte von der Individuum wird nicht damit bestimmt, ob er gut oder schlecht an sich selbst ist, sondern seinem Dienst der Gesellschaft im Ganzen. Genauso auch umgekehrt. Wir schätzen nicht, wir beachten nicht die schlechten Eigenschaften jedem Einzelnen, aber erst wenn er der ganzen Gesellschaft einen Schaden bringt, aber nicht gemäß seinem individuellen Ausmaß. Und diese Sachen sind klar wie das Tageslicht, dass es in diesen Sachen Nachteile und Vorteile gibt, weil im Individuellen, wenn im Allgemeinen gibt es nicht mehr als Individuellen und jedes Individuum bekommt von der Gesellschaft und jeder, der Schaden der Gesellschaft bringt, bekommt dadurch genauso Schaden und derjenige, der Nutzen der Gesellschaft bringt, bekommt auch für sich einen Nutzen, weil sie Teile des Allgemeinen bin und in der Allgemeinen gibt es nicht mehr als die Summe der individuellen Teile. Noch einmal, Abschnitt 6. Das Maß der Werte der Individuen der Gesellschaft wird nicht gemäß seinem eigenen Nutzen bewertet, sondern gemäß seinem Dienst der Gesellschaft im Ganzen. Und genauso auch umgekehrt. Wir bewerten nicht das Maß des Mangels des Individuums, sondern nur gemäß dem Mangel, den Schaden, den er in der Gesellschaft im Ganzen bringt und nicht sich selbst persönlich. Und diese
Sachen sind so klar wie das Tageslicht. Und so wie von der Seite der Wahrheit in ihnen, sondern auch von der Seite der Güte in ihnen. Das, was es im Allgemeinen gibt, gibt es Individuellen. Und das Nutzen im Allgemeinen ist auch das Nutzen im Individuellen. Und derjenige, der einen Schaden der Gesellschaft bringt, schadet sich selbst. Und derjenige, der einen Nutzen der Gesellschaft bringt, bekommt seinen Anteil des Nutzens. Genauso. Da die Individuen Teile des Allgemeinen sind und die Allgemeinen haben nicht mehr als die Summe der Individuen, die die Gesellschaft, in der Gesellschaft existieren. Pitish Munaisri. Yochai. Rav sagte, Pitach Tikva 18. Yochai fragt, hallo Lehrer, einen guten Tag wünsche ich Ihnen und bezüglich dem, was Sie jetzt gesagt haben, dass wenn ich so ein Stopfen bin und erlaube nicht, den Schöpfer durch mich durchzugehen, und wenn, wieso befreit sich der Schöpfer nicht von diesem Stopfen, wenn er mich nicht braucht? Rav sagt, das hängt von Verlangen jedes Einzelnen ab, verstehst du? Du kannst nicht in die Seele des Menschen reinkommen und dort irgendeine Klappe aufmachen oder seine Sensibilität in Bezug auf irgendeine Sache. Sein Voranschreiten hängt auch von Voranschreiten der ganzen Welt ab, weil er ein Bestandteil des integralen Systems ist. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber wir alle befinden wir uns in einem Boot. Der eine bohrt das Loch und dann gehen alle unter. Wie viel kann man noch darüber sprechen? Jochai fragt weiter. Ich versuche, kein Stopfen zu sein. Rav sagt, ich weiß, gerade über dich erzählt man gute Sachen, wie du überhaupt die Menschen erwecken kannst. Jochai fragt, was kann man sonst noch machen? Rav sagt, weitermachen, Jochai, weitermachen. Du kannst nichts machen, du musst nur das machen, was du machen kannst. Petach Tikva 24. Sie haben gesagt, wir müssen allen offenbaren, dass wir eine Methode haben. Und bislang sprechen noch mit Menschen über die Verbindung und der Liebe. Und tatsächlich geben wir ihnen noch keine Methode weiter, die auf den Originalquellen, auf der Wurzeln basiert. Frage ist die folgende: Ist nicht die Zeit gekommen, den Menschen weiterzugeben, dass es eine Methode gibt? Und wie beginnt man das? Wie gibt man ihnen in der Form ihrer Kelim? Rav sagt, sprecht untereinander, klärt das, macht etwas. Seit Jahren befindet ihr euch darin. Was wollt ihr von mir? Ich habe euch das weitergegeben, was ich konnte, um euch zu füllen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, obwohl ihr euch noch nicht auf einer gewissen Stufe der Erlangung euch befindet, aber ihr müsst arbeiten. Die Zeit fordert das. Also, jetzt vor dem Ende, lasst uns vielleicht ein Lied singen, vielleicht wollt ihr ein Endwort hören, aber ich bin schon fertig. Gila sagt, danke. Rav, wollen Sie etwas sagen, zumindest das Unterricht, das Rav sagt, wir haben aufgehört, über Pticha zu sprechen, wir haben viele Unterrichte im Archiv der Pticha, ich habe keine Kraft mehr darüber zu sprechen, dass braucht ihr jemanden Sprecher, bitte ladet ein, aber mein Hals hat genug. Er hat genug gearbeitet mein ganzes Leben. Ich habe noch was zu tun mit denjenigen, die schreiben, mit denjenigen, mit denen ich verpflichtet bin, zu sprechen, um ihnen Interviews zu geben und so weiter.
Deswegen, ich bin sehr beschränkt, eingeschränkt. Ihr habt alles. Ich bin nicht mehr besorgt. Tatsächlich bin ich für die Zukunft nicht mehr besorgt, weil jeder, wenn er mit, in dem Ausmaß, in dem er damit arbeiten wird, bekommt es. Und das, was man... Also lasst uns besser ein Lied hören und alle sollen Erfolg haben mit Liebe. Gila sagt, Rav, bald gibt es Frauenunterricht sein. Wir werden den Frauenunterricht nicht führen, sondern leiten nur den Unterricht. Es gibt eine Gruppe der Frauen, die sich mit Seminaren und Abschnitten sich beschäftigt hat und sich vorbereitet hat. Rav sagt, vielleicht werde ich den Unterricht schauen. Gila sagt, und nach dem Frauenunterricht werden wir eine Mahlzeit haben, die speziell für unsere Gruppe aus Afrika vorbereitet hat. Und danach um 19.30 Uhr gibt es eine Weltversammlung der Frauen sein. Und wir ändern uns jetzt. Nach dem Lied, Männer gehen raus, Frauen kommen rein. Everything's gonna be alright. The sun will shine. לאור שחודר עכשיו אל הנשמה. Las vienen y puertas no cerrarán. Por eso amigo debes aguantar. Я знаю, что есть свет. Но без твоей света нет. There's no more heart of stone. All the trouble already had gone. Bechol makom, bechol katze, nargish et ha'am ha'chaim. Продвигайся, продвигайся, где граница света и тень. Лямших кадима. ישר אל האור. Adelante, adelante. Con fuego en tus ojos ya. Yeah, keep moving, keep moving. Until the sun will rise. Sun will Продвигайся, где граница света и тень. Лямших кадима, ящая.